Wird sie hier von den Bären verfolgt und checkt's einfach nicht? Hey, wer kennt's nicht? Ihr schnallt euch euer Snowboard an, singt ein bisschen Rihanna, dann kommt so ein Bär um die Ecke und verfolgt euch den Berg runter. Über 23 Millionen Klicks gibt's aufs Video. Die Leute haben sich's angeschaut und richtig mitgefiebert. Aber wie geht's aus? Und ist es überhaupt alles so passiert? Dieses Video geistert immer mal wieder durchs Netz. Aber über die Google-Bildersuche kommen wir zum Original. Das Video ist tatsächlich schon 7 Jahre alt und die Frau ist laut Videobeschreibung in Japan unterwegs. Und das ist wichtig. In Japan gibt's nämlich wirklich Bären, aber nur asiatische Schwarzbären. Das hier sieht eher nach einem Grizzly oder Braunbären aus. Da kann also schon mal was nicht stimmen. Und in der Videobeschreibung finden wir außerdem die ganze Auflösung. Es gibt nämlich einen Produzenten und 2 Regisseure. Das Video ist also überhaupt gar nicht echt. Die Firma dahinter hat sogar ein Making-of davon veröffentlicht und nennt das Ganze soziales Experiment. Aber wie ist es jetzt eigentlich alles ausgegangen? Die Frau konnte natürlich dem Bären entkommen. Alles dank Rihanna.